Okay, dann haben wir ja die erste Sache schon mal hinter uns gebracht, die erste wichtige Sache. Der Arztbesuch lief ja ziemlich gut. Ja, ich bin auch sehr beruhigt darüber, dass er meinte, dass du keine dauerhaften Schäden behältst. Ach, meinte er das? Ja, das hat er mir draußen noch erzählt dann. Ah, das ist natürlich sehr beruhigend, ja. Auf jeden Fall. Ich finde auch, du siehst schon sehr viel besser aus inzwischen. Ja, doch. Du machst dich auch wieder. Ja. Ja. Ja, aber eine wichtige Sache steht noch an, ne? Ja. Wir müssen zum Sheriff. Ich habe da ein bisschen Bammel vor, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass er uns nicht hier haben möchte. Ich meine, er war zwar immer freundlich, aber er ist schon ein bisschen... Er hat so eine komische Ausstrahlung. Ja, irgendwie... Ein bisschen merkwürdig ist er schon, aber er war halt nett und ich gehe da jetzt einfach mal optimistisch an die Sache ran. Und das wird schon kommen. Wir haben jetzt so einen schweren Unfall überlebt und unser neues Leben beginnt hier. Wir haben uns schon eine neue Aufgabe gesucht. Wir werden ihm sagen, ja, komm, wir haben eine neue Aufgabe. Ich habe übrigens vorhin gesehen, dass da ein Strauß im Gehege drin hockt. Ein Strauß, der kommt ja nicht so häufig vor. Ist ja schon eine Seltenheit. Wir könnten ja einfach behaupten, dass wir den eingefangen haben. Ich glaube, der ist da einfach reingelaufen, weil er ein bisschen verwirrt war. Okay. Könnten wir eigentlich machen, oder? Eigentlich schon. Ich meine, wir haben die Ställe umgebaut, tierfreundlich gemacht. Wir haben ihn mit Strauß gefangen. Ich meine, genau, aus welchem Grund? Dann können wir halt mit unseren anderen Qualifikationen eben auch noch ihn, denke ich, gut überzeugen. Mhm. Na komm, dann lass uns losgehen. Okay? Lass uns losgehen. Gut, auf geht's. Jo. Du bist ein Feiner, ne? Tschüss, Schnupsi. Ach, Schnupsi. Pass gut auf den Laden auf, solange Frau Fräulein Histories. Ja, genau. Ach, Schnupsi, genau, bist schon ein süßer Vogel, muss man sagen. Sieht man auch schon nicht jeden Tag, ne? Wir könnten uns ja später auch mal einen holen. Wer weiß. Mein Schatz, du hast doch schon einen Vogel. Alles gut. Komm. Nee, mit dir nicht mehr. Also gingen wir dann zum Sheriff. Ich weiß nicht, aber der Typ kommt mir doch irgendwie sehr seltsam vor. Anstatt er sich freut, dass in die Stadt neue Leute kommen und dass die Stadt wächst, ist er irgendwie dagegen. Beim Sheriff angekommen, klopften wir an die Tür und fragten, ob er ein bisschen Zeit für uns hätte. Naja, glücklich schien er darüber nicht zu sein, dass wir schon wieder ankamen und schon wieder irgendwas von ihm wollten. Dennoch nahm er sich kurz die Zeit, um uns anzuhören. Also fragten wir ihn nun endlich, ob wir nicht in der Stadt bleiben dürfen. Ich meine, Flo, seine Verletzungen sind zwar schon wieder gut geheilt, aber dennoch zu schwer, um einfach weiterzureisen. Außerdem haben wir für die Stadt schon vieles gemacht. Und wir haben ja sowieso eine neue Gegend gesucht, um uns ein neues Leben aufzubauen. Wir konnten kaum ausreden, da hat der Sheriff schon gesagt, dass wir auf keinen Fall bleiben dürfen. Er wolle nicht noch mehr Leute in der Stadt haben, die noch mehr Unruhe verursachen. Er will einfach nur seine Ruhe haben und sein Leben hier leben. Wir redeten auf ihn ein. Minutenlang, fast gefühlte Stunden lang redeten wir auf ihn ein. Wir sind doch fleißige Helfer und wir können ihm gern bei seinen Arbeiten helfen. Wir können ihm ein bisschen Arbeit abnehmen, so hat er mehr Ruhe. Auch wenn wir hier bleiben. Er soll uns nur eine Chance geben, wir wollen uns ein neues Leben aufbauen. Doch immer wieder fand er irgendwelche Ausreden, dass wir lieber nicht hier bleiben sollten. Nachdem wir wirklich lange auf ihn eingeredet haben und versucht haben, ihn zu überreden, willigte er schließlich irgendwie ein. Allerdings sollten wir einige Bedingungen erfüllen. Montags sollen wir uns nun also um seine Tiere kümmern. Naja, was heißt sollen? Vielmehr müssen wir uns um die Tiere kümmern, denn so wie die aussehen, wird das nicht mehr lange gut gehen. Und alle anderen Tage sollen wir die Felder bestellen und die Ställe säubern. Auch da hatte ich kein Problem mit einzuwilligen, denn so wie die Ställe ausgesehen haben, haben sich die Tiere nicht sonderlich wohl gefühlt. Außerdem sollen wir uns ruhig und unauffällig verhalten. Aber ich glaube, ich möchte mit dem Sheriff sowieso nicht so viel zu tun haben. Das sollte also kein Problem darstellen. Wir willigten also in die Bedingungen ein. Der Sheriff war ein bisschen verdutzt darüber. Er gab uns dann widerwillig zwei Schließfachschlüssel für die Bankschließfächer, in die wir unsere Wertsachen reinlegen können. Die Frage ist nur, welche Wertsachen sollen wir da reinlegen? Wir haben ja gar nichts mehr. Dann fragten wir ihn noch, ob wir so lange im Hotel wohnen sollen oder was wir jetzt machen sollen. Wo sollen wir schlafen, wo sollen wir wohnen? Er führte uns zu einem Grundstück. Das Grundstück war irgendwie merkwürdig. Es standen schon Sachen darauf, als ob da schon mal jemand gebaut hätte. Aber im gleichen Moment, als ich mir das dachte, fing der Sheriff an zu erzählen, dass hier schon mal jemand war und schon mal angefangen hat zu bauen. Ich fragte ihn aus Spaß, ob er sich nicht ruhig genug verhalten hätte und gehen musste. Der Sheriff sagte einfach nur ja. Und nun standen wir hier, auf unserem neuen Grundstück und hörten dem Geschwafel des Sheriffs zu. Er erklärte uns noch irgendwas über die Nachbarschaft, zeigte uns ein bisschen was und sagte, dass wir bloß ruhig sein sollen. Als er nun endlich ging,
war ich erleichtert und extrem glücklich. Endlich haben wir es geschafft. Endlich. Ich bin so glücklich gerade. Das war ein anstrengender Tag, dass wir das mit dem Arzt geschafft haben. Das stimmt. Subi, dass wir. Aber das mit dem Sheriff war noch hundertmal anstrengender. Ja. Jetzt müssen wir mit denen dann noch arbeiten. Naja, gut. Na, aber wir können uns zum Glück auch ein bisschen von ihm fernhalten, beziehungsweise müssen wir uns vor ihm fernhalten. Ja. Es war das jetzt eine sehr, sehr anstrengende Zeit auf uns, aber ich glaube, es wird auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, das glaube ich auch. Wir können nochmal ganz von vorne anfangen und ich weiß nicht, wenn man sich das hier so vorstellt, oder? Wenn hier so ein richtig schönes Gebäude steht, in dem wir selbst Ruhe finden können und aber auch unseren saftigen, wohlduftenden Krustenbraten verkaufen können. Ich kann es förmlich schon riechen. Ja. Richtig. Ich glaube, das wird richtig schön. Ich glaube, unsere Zeit in dieser Stadt wird gut. Und ob der Sheriff nun komisch ist oder nicht. Ich denke, die anderen Leute, die hier wohnen, die wir bis jetzt kennengelernt haben, die sind doch eigentlich echt in Ordnung. Ich glaube, hier kann man echt leben. Ne? Hier ist die Arztpraxis, die bald hier entstehen soll, ja. Ich weiß noch nicht, wie der Typ privat drauf ist, aber als Arzt, ich weiß nicht, er hat das Ganze ein bisschen zu locker genommen. Ja, er war ein bisschen locker, aber ich glaube, so ein ganz netter Typ. So ein netter Typ, mit einem schönen Bart. Mit einem schönen Bart, ja. Mhm. Das wird auf jeden Fall eine interessante Nachbarschaft. Und hier drüben wohnt, glaube ich, Herr Zocki. Sofern ich das mitbekommen habe. Und da drüben Pablo, der mexikanische Sänger. Ich glaube, da schaue ich auf jeden Fall mal vorbei nachher. Oh, kannst oder du ja mal machen. Ist ja jetzt schon doch recht spät. Werde ich ihn, glaube ich, nicht mehr belästigen. Naja, besser ist das. Mexikaner gehen auch immer früh schlafen, ne? Kennst du ja. Das stimmt, man kennt das ja. Naja. So, gut, würde ich sagen. Dann wir nächtigen noch eine Nacht im Hotel. Es wird einfach zu kalt hier draußen und morgen früh. Mit dem Benächtigen nochmal im Hotel nochmal, da hast du so geleckt. Gut, ich würde sagen, wir nächtigen noch eine Nacht im Hotel und morgen es früh. Ist wahrscheinlich auch sehr, sehr kalt draußen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Morgen früh können wir uns direkt in die Arbeit machen. Ich bin richtig aufgeregt gerade. Ich würde am liebsten direkt anfangen, aber dann wird der Sheriff gleich um die Ecke kommen und ein bisschen meckern, dass es so laut hier ist. Ja. Naja, wahrscheinlich schon. Die Nachtruhe sollten wir schon einhalten. Ja. Wir sollen ja unauffällig sein, von daher gehen wir jetzt einfach. Wir können ja vielleicht noch einen trinken gehen. Ja, wir können ja nochmal anstoßen auf den guten Tag. Auf jeden Fall.